Es ist Sommer 2018 in Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien. Seit 2 Jahren herrscht in diesem Land offiziell Frieden. Es gibt jetzt weniger Tote und Verletzte, die Parolen des Krieges sind verhallt und das Wort Frieden ist allgegenwärtig. Trotzdem ist keine Euphorie zu spüren. Niemand ist sich sicher, ob die ehemals verfeindeten Kontrahenten auch tatsächlich den Willen haben, den vereinbarten Frieden umzusetzen. Es war ein langer, sehr langer Krieg, der die Menschen zutiefst erschütterte. Die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens, die marxistische Guerilla FARC, erhob sich vor mehr als 50 Jahren und führte seitdem mit dem kolumbianischen Staat einen erbitterten Krieg. Die gesamte Härte traf jedoch nicht nur die Kämpfer und Kämpferinnen, sondern vor allem die unschuldige Landbevölkerung. Hunderttausende Unbeteiligte starben. In keinem Land der Welt wurden so viele Menschen vertrieben. Eine unbarmherzige, eine tragische Epoche. Zum wiederholten Male bin ich in Kolumbien. Vor 2 Jahren war ich Zeuge, wie die Waffen zum Schweigen kamen. Das Ende des Krieges war zum Greifen nahe. Und doch ahnte ich bereits damals, dass der Weg zum Frieden eine lange Reise mit unbekanntem Ausgang werden würde. . 2016, das Jahr, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Im September besuchte ich ein von der Guerilla kontrolliertes Gebiet in der Provinz Meta, 6 Fahrstunden von der nächsten gepflasterten Straße entfernt. Hier findet die 10. und letzte Nationalkonferenz der FARC als bewaffnete Rebellengruppe statt. Die FARC und die kolumbianische Regierung hatten sich bereits einen Monat zuvor auf ein Friedensabkommen geeinigt. Seitdem herrscht Waffenstillstand. Rund 1000 Guerilleros sind angereist, um ihrem Oberkommando die Zustimmung zum Friedensabkommen zu geben. Camaradas, nos hallamos reunidos aquí tras 52 años continuos de confrontación política y militar con el Estado colombiano. Las FARC no solo resistimos la más larga y violenta embestida emprendida por el poder imperial y sus aliados del capital nacional y el latifundio, sino que hemos conseguido sentarnos a una mesa de conversaciones con ellos y sacar avante un acuerdo final de terminación del conflicto. El paso siguiente debe ser la firma del acuerdo final por el presidente de la República y por mí, como comandante en jefe de las FARC. En sus manos se encuentra el destino de Colombia. Am Rande der Konferenz treffe ich auf einen jungen Guerillero mit dem Pseudonym Luis. Seit 15 Jahren ist er bei der FARC. Er ist einer von wenigen, die lesen und schreiben können. Für seine Kameraden organisiert er Alphabetisierungskurse. Aber Luis ist nicht nur Lehrer, sondern schreibt auch Kurzgeschichten über das Leben im Krieg und Gedichte an seine Geliebte. Ich bin kein großer Militärstratege, auch kein Experte im Gefecht. Trotzdem entwerfe ich einen Manöverplan, mit dem ich dein Herz erobern kann. Begierig rücke ich vor, bis zum Operationsgebiet deines Verstecks, wo du anmutig ruhst, zwischen Erinnerung und Sehnsucht. Die meisten Guerilleros sind Töchter und Söhne von Bauern. Sie zogen jung in den Krieg und verbrachten ihr ganzes Leben im Dschungel. Von den ehemals 25.000 Kämpfern sind im Jahr 2016 nur noch 7.000 übrig geblieben. Die Armee war nicht mehr zu besiegen und der Rückhalt in der Bevölkerung dramatisch gesunken. Die Tage des Krieges sind gezählt. Eine politische Lösung scheint gefunden, die Kolumbien für immer verändern soll. Lo acordado ahorita en La Habana.
Das Friedensabkommen von Havanna kommt nicht nur uns, der FARC, sondern der gesamten Bevölkerung Kolumbiens zugute. Vereinbart wurden eine Landreform, die demokratische Öffnung, die Lösung des Problems des illegalen Drogenanbaus, Entschädigung und Wiedergutmachung für die Opfer und ein System der Übergangsjustiz. Dies markiert einen Wendepunkt in der Geschichte Kolumbiens. Luis und die Guerilleros verfolgen in ihrem Camp, wie das historische Abkommen unter den Augen der Weltöffentlichkeit unterzeichnet wird. Es ist der 27. September 2016. In Zukunft soll in Kolumbien nur noch mit Worten gerungen werden. La horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Este es el acuerdo que suscribimos hoy y que los colombianos en menos de una semana tendrán la oportunidad de refrendar en las urnas con su voto el próximo domingo 2 de octubre. Los colombianos escogerán entre el sufrimiento del pasado y la esperanza del futuro. Im Zuge der Verhandlungen zwischen Regierung und FARC war vereinbart worden, die Bevölkerung in einem Referendum über das Friedensabkommen abstimmen zu lassen. Eine breite Zustimmung galt als sicher. Dann wäre der Weg geebnet, damit Luis und seine Kameraden ihre Waffen für immer abgeben würden. Das kleine Dorf Santa Ana in der Provinz Antioquia, einen Tag vor dem Referendum. Von der ländlichen Idylle war in Zeiten des Krieges hier nicht viel zu spüren. Zuerst kam die FARC-Guerilla und rekrutierte junge Bauern für ihren Kampf. Dann schlugen Armee und die mit ihr verbündeten Paramilitärs brutal zurück. Gilberto ist ein 75 Jahre alter Landwirt und wurde in seinem Leben ganze 7 Mal von seinem Land vertrieben. Jedes Mal verlor er sein gesamtes Hab und Gut. Er ist einer von Millionen Opfern dieses Krieges. Was wir erlebt haben, tut weh. Die Guerilla führte hier tagelange Gefechte. Und das nicht nur einmal. Das kam oft vor. Dadurch verloren die Leute von der Guerilla hier viele Sympathien. Sie drohten uns, entweder ihr schließt euch an oder ihr verschwindet. Das hätten sie nicht tun sollen. Aber die größten Verbrechen beging die Armee. Die Guerilla ist ein illegaler Verband. Aber der legale Verband, die Regierung, die eigentlich die Bevölkerung schützen sollte, die hat uns vor allem angegriffen. Das ist die Wahrheit. Hier aus Santa Ana flohen 18 Jugendliche vor dem Krieg. Die Armee griff sie auf und übergab sie den Paramilitärs, und die töteten sie. In diesem Land herrscht eine enorme soziale Ungerechtigkeit. Ob wir wohl jemals entschädigt werden? Wohl erst, wenn wir tot sind. Und das darf nicht sein. Wir verdienen eine Entschädigung, weil wir unter dem größten Krieg gelitten haben. Der größte Krieg deswegen, weil es der älteste überhaupt ist. Aber heute ist der Tag des Referendums. Wir hoffen auf das Ja zum Frieden, damit die Kriegsbefürworter nicht weiter die Rechte der Menschen verletzen. Meine Herren, vielen Dank. Aus den umliegenden Dörfern kommen die Menschen zur Abstimmung. Plakate an den Wänden werben für das Ja zum Referendum. In der kleinen Dorfschule werden gegen 16 Uhr die Stimmen ausgezählt und das Ergebnis in die Hauptstadt weitergeleitet. No, 31. Nulos, 2.
marcados, 2. Votos no marcados, 6. Total votos después de numeración de mesa, 122. Es que ya son las 5 de la tarde, salió el boletín número 11 y ya tenemos en mesas informadas el 97.88%. Dice así, el sí va con 6.270.730 votos. No, 6.328.501 votos. El sí está con el 49.77%. ¡No! ¡No! De la tarde, minuto, la primera reacción que entrega hasta ahora el Centro Democrático, celebrando lo que hasta ahora es su triunfo. Ustedes lo ven hasta ahora. Um 17.45 Uhr steht fest, die Gegner des Friedensabkommens haben sich völlig überraschend und gegen alle Prognosen mit einer hauchdünnen Mehrheit durchgesetzt. Am Morgen danach treffe ich Gilberto auf seinem kleinen Stück Land. Der Schock über den Ausgang des Referendums sitzt tief. Die Sache ist jetzt ziemlich heikel. Eine einmalige Chance wurde vertan. In den Gegenden, die am meisten vom Konflikt betroffen waren, hat das Ja gewonnen. In den Städten, wo die Gewalt nicht so spürbar war, haben die gewonnen, die uns auf dem Land schon immer schwer zugesetzt haben. Es haben also nicht diejenigen gewonnen, die unter dem Krieg besonders gelitten haben. Gewonnen haben diejenigen, die schon immer dem Staat, den Bauern und uns Schwachen schwere Schläge versetzt haben. Die haben unsere Demut immer ausgenutzt. Das ist eine große Niederlage für das Volk, für die arme Bevölkerung. Aber nicht für die unter Waffen. Die Bewaffneten ziehen sich zurück und werden weiterhin zuschlagen. Und wen trifft es? Uns Bauern. Wer sind die Verletzlichen? Natürlich wir. Genau so ist es. Alle haben wir verloren. Vielleicht haben ja die Studenten in der Stadt die Fähigkeit, der Regierung Botschaften zu senden, wer jetzt und wie und mit wem weiterverhandeln soll. Mal sehen, ob sich die Verlierer wieder aufrichten und etwas ausrichten können. Es sind tatsächlich die Studentinnen und Studenten, die als Erste aus der Schockstarre erwachen. Sie wollen das drohende Scheitern des Friedensabkommens abwenden und mobilisieren im Laufe der folgenden Tage und Wochen hunderttausende Menschen aus dem ganzen Land. Hagamos el día de las 297 razones por la paz y salgamos a defender los acuerdos con carteles gigantescos con los acuerdos por todo el país llevándolos a la plaza y exigiendo acuerdo ya. Schließlich einigen sich im November 2016 die Akteure auf einen nachverhandelten Kompromiss und unterzeichnen einen neuen, endgültigen Friedensvertrag. Die Kernpunkte des 297-seitigen Abkommens: die Umwandlung der FARC in eine politische Partei, mehr demokratische Partizipation für die Opposition, die Bekämpfung des Drogenhandels, die Wiedergutmachung für die Kriegsopfer, eine Sonderjustiz für schwerwiegende Menschenrechtsverbrechen. Aber das vielleicht Wichtigste? Die Ursache des Krieges sollte mittels einer umfassenden Landreform beseitigt werden. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos. For his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that has cost lives of at least 220,000 Colombians and displaced close to 6 million people. Januar 2017.
In Lateinamerika geht eine Epoche zu Ende. Die älteste Guerilla des Kontinents bricht zu ihrem letzten Marsch auf, um den Vereinten Nationen ihre Waffen zu übergeben. Es ist ein Marsch in eine ungewisse Zukunft. Wird die Regierung die vereinbarten Abkommen einhalten? Können die politischen Konflikte künftig ohne Waffen ausgetragen werden? Bogota, Sommer 2018. Seit meiner letzten Reise nach Kolumbien sind 1,5 Jahre vergangen. Zum ersten Mal finden Präsidentschaftswahlen ohne Kriegszustand mit der FARC statt. Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos darf nicht mehr antreten. Iván Duque ist der Kandidat der rechtskonservativen Partei Demokratisches Zentrum. Er gilt als Zögling des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe, der als erbitterter Gegner des Friedensabkommens die Kampagne für das Nein beim Referendum anführte. Iván Duque kündigte bereits im Wahlkampf an, dass er bedeutende Einschnitte an dem Friedensabkommen vornehmen würde. Doch die politische Landschaft hat sich seit Ende des Krieges verändert. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes schafft es ein linker Kandidat lebend in die Stichwahl. Gustavo Petro ist der Kandidat, der das ewig regierende Zwei-Parteien-System Liberaler und Konservativer mit seiner Sammlungsbewegung Humanes Kolumbien herausfordert. Er war Bürgermeister von Bogotá und steht für soziale Gerechtigkeit. Petro unterstützt das Friedensabkommen mit der FARC und dessen konsequente Umsetzung. Fünf Stunden südlich von Bogotá liegt Icononso. Hier leben 320 ehemalige FARC-Kämpfer und Kämpferinnen in einer Integrationszone, von wo aus ihre Wiedereingliederung in das zivile Leben beginnen soll. Hier treffe ich den Guerillero und Poeten Luis wieder. Er hat sein Pseudonym abgelegt und heißt jetzt wieder Wladimir. Mit seiner großen Liebe aus der Guerilla hat er jetzt eine kleine Tochter. Seine politische Bilanz sieht nüchtern aus. Este proceso de implementación de los acuerdos ha avanzado, pero a pasos muy lentos. Die Umsetzung des Friedensabkommens geht nur sehr langsam voran. Große Schwierigkeiten bereitet zum Beispiel die Landreform. Da ist nichts vorangegangen. Bauern mit keinem oder wenig Land wurde nicht, wie im Abkommen festgelegt, Land zum Bebauen gegeben. Und mehr als 60 unserer Kämpfer, die ihre Waffen abgegeben haben, sind danach umgebracht worden. Das bedeutet, das Abkommen ist in Gefahr zu scheitern. Eines der Ziele des Friedensabkommens ist es, dass wir uns aktiv an der Politik beteiligen. Wir sind jetzt eine legale politische Bewegung, natürlich mit dem Ziel der Machtübernahme, aber dieses Mal im Rahmen der existierenden Demokratie. Petro ist der Kandidat, der die linke Bewegung vertritt. Wir werden ihn also unterstützen, weil er eine Alternative darstellt und öffentlich gesagt hat, dass er das Friedensabkommen nicht nur respektiert, sondern auch konsequent umsetzen wird. Wladimir wird bald eine Ausbildung zum Leibwächter machen, um die Führung der FARC-Partei vor Attentaten zu schützen. Allerdings haben sich viele seiner Kameraden aus Enttäuschung über fehlende Programme zur Wiedereingliederung erneut bewaffnet und sind in den Untergrund gegangen. Einen Tag vor der entscheidenden Stichwahl um das Präsidentenamt bin ich wieder in Santa Ana,
wo ich vor knapp 2 Jahren bereits das Referendum erlebte. Ich finde Gilberto in seinem Haus wieder und frage auch ihn nach seiner Bilanz der vergangenen 2 Jahre. Als der Frieden unterzeichnet wurde, empfand ich Erleichterung. Ich war überzeugt, dass die Regierung den Weg des Friedens einschlagen würde. Aber es scheint, als ob sie ihre Versprechen weder gegenüber der FARC noch gegenüber der Bevölkerung Kolumbiens einlösen. Wenn sie wirklich am Frieden interessiert wären, würden sie zudem keine multinationalen Unternehmen ins Land lassen, sondern stattdessen ländliche Entwicklungs- und Wachstumsprojekte fördern. Was das Abkommen über die Landreform betrifft, hat die Regierung ihre Versprechen nicht erfüllt. Ich glaube, das Friedensabkommen verbleibt uns nur in Papierform. Jetzt ist die Frage, ob dasselbe Regime weitermachen kann, das schon immer gegen die Armen regiert hat. Was ist die Alternative? Dass Petro Präsident wird. Ohne Krieg, ohne Gewalt. Mit unserer Stimme entscheiden wir, die Armen, uns für den Wechsel und gestalten das Land neu. Votos no marcados, 3. Total de votos, 165. Einen Tag nach der Wahl in Bogota. Der konservative Iván Duque ist mit 54% der Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt worden. Die 42% für den linken Herausforderer Petro sind jedoch ein deutliches Zeichen für einen politischen Wandel. Wofür steht aber Duque? Er stammt aus der Wirtschaftselite und vertritt die Interessen der Großgrundbesitzer. Kann oder will er überhaupt die im Friedensvertrag festgelegten Reformen hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit durchsetzen? Wem gehört der Frieden in Kolumbien? Diese Frage stelle ich Libardo Sarmientos, einem bekannten Wirtschaftstheoretiker. Die neue Regierung wird von der extremen Rechten gestellt. Das ist eine Elite, die davon überzeugt ist, dass ihr die Macht alleine gehört. Und diese Macht ist ihnen per se erlaubt, jeglichen Mehrwert und wirtschaftlichen Gewinn abzuschöpfen und auf sich zu konzentrieren. Es gibt 1 Million Bauern ohne Land. Dazu kommen noch mal 7 Millionen vertriebene Bauern, die in die Städte gekommen sind und heute in absoluter Armut leben. Die Landgüter, die größer als 500 Hektar sind, gehören gerade 1% aller Landbesitzer. Und diesen 1% gehört also 85% des Bodens in Kolumbien. Das ist die größte Ungleichheit in ganz Lateinamerika. Und daraus resultieren alle Schräglagen und Ungleichheiten, die man heute im Alltag in Kolumbien beobachten kann. 30% der Bevölkerung kann gerade mal lesen und schreiben. Es gibt ein Gesundheitssystem für Reiche und eines für Arme. Und die Eliten lösen keines dieser Probleme. Alejandro Reyes ist einer der angesehensten Agrarexperten Kolumbiens. Er beriet die Regierung bei den Friedensverhandlungen. Wenn man sich fragt, ob es bei den Friedensverhandlungen angemessen war, sich auf eine Landreform zu einigen, muss man klar festhalten, dass es nicht nur richtig, sondern dringend notwendig war.
der Grundstein für eine echte wirtschaftliche und soziale Modernisierung des Landes musste gelegt werden. Es ist ein Land mit einem wahrhaft feudalen System, rückwärts gerichtet, das den Großteil des Bodens gar nicht bebaut und den Bauern kein Land zum Produzieren gibt. Entlang der Bergkette Sierra Nevada erstrecken sich die kilometerlangen Ländereien der Großgrundbesitzer. Das Land wird kaum bebaut. Es dient lediglich als Kapitalanlage. Das Friedensabkommen strebte eine gerechtere Landverteilung an. Aber nach 2 Jahren schleppender Umsetzung scheinen die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Ausbeutung von Bodenschätzen absoluten Vorrang zu haben. Die verheerenden Folgen dieser Entwicklung sind hier sichtbar. Beim größten Kohlebergwerk Lateinamerikas, El Cerrejón, auf Deutsch der Riesenberg. Ein Konsortium multinationaler Unternehmen aus der Schweiz, England und Australien exportiert von hier jährlich 32 Millionen Tonnen Kohle. Über 90% davon gehen nach Europa. Mehr als 2000 Bergbau- und Energieunternehmen sind im Land aktiv und die Regierung lässt ihnen weitgehend freie Hand. Mit dramatischen Folgen für Mensch und Natur. In unmittelbarer Nähe des Bergwerks liegt eine kleine Gemeinde des Volkes der Wayuu. Von den 150.000 Wayuu, die hier in der Provinz La Guajira früher lebten, wurden im Zuge des bewaffneten Konflikts mehr als ein Drittel gewaltsam vertrieben. Ich treffe die Umweltaktivistin Maria Cristina und ihre Mutter. Von 1997 bis 2003 wüteten hier die Paramilitärs. Sie wurden zu Handlangern des Bergbauunternehmens Cerrejón und töteten viele Menschen. 2003 ermordeten sie auch meinen Vater. Wir leben hier 600 Meter entfernt von dem Bergwerk. Das hat hier viel Schlimmes angerichtet. Umweltzerstörung und psychologische Schäden haben das soziale Miteinander unseres Dorfes zugrunde gerichtet. Die giftigen Rückstände des Feinstaubes lagern sich auf unseren Dächern und unserer Haut ab und verursachen immer wieder Krankheiten, vor allem bei den Kindern. Und die Explosionen, die einen unglaublichen Lärm machen, haben Gehörschäden zur Folge. Der Feinstaub fällt auch in den Fluss unserer Wasserquelle. Sie ist verseucht, aber wir müssen das Wasser trinken, weil es kein anderes gibt. Der Fluss sah früher anders aus. Es gab Wasser im Überfluss. Man konnte es direkt trinken. Jetzt ist er vertrocknet. Wir können uns hier auch nicht mehr ausdehnen, denn das Land um uns herum ist Privatland und wurde von Cerrejón gekauft. Wir sind also eingeschlossen. Wir können hier nicht raus. Von den 719 Einwohnern unserer Gemeinde arbeiten gerade mal 4 Personen in dem Bergwerk. Das Unternehmen Cerrejón kann also nicht behaupten, dass es eine soziale Verantwortung übernimmt und uns das Recht auf ein würdiges Leben garantiert. Wir haben einen Proteststreik gemacht. 4 Tage lang, in der prallen Sonne, haben draußen geschlafen. Aber wozu? Es war reine Zeitverschwendung. Nichts hat sich geändert. Am Tag vor unserem Treffen waren im Morgengrauen 8 maskierte und bewaffnete Männer vor dem Haus Maria Cristinas aufgetaucht. Sie forderten sie auf, ihre politischen Aktivitäten einzustellen und drohten damit, wiederzukommen. Und das könnte ihren Tod bedeuten. Ich bin traurig. Gott und die Welt zeigen mit dem Finger auf Maria Cristina, verleumden sie und bezichtigen sie als Rädelsführerin. Das macht mich traurig.
Wenn wir uns wehren und protestieren, laufen wir Aktivisten Gefahr, ermordet zu werden oder einem Attentat zum Opfer zu fallen. Ich frage mich also, wo sind die Garantien des Staates, um uns zu beschützen? Ein dramatisches Phänomen überschattet den Anfang des Friedens. Menschen, die soziale Gerechtigkeit und die Einhaltung des Friedensvertrages einfordern, sind nicht nur Drohungen ausgesetzt. Mehr als 350 Aktivisten sind seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages bereits ermordet worden. Keiner dieser Morde wurde bisher aufgeklärt. Bei meiner Abfahrt aus dem Dorf treffe ich auf Panzer und Soldaten der Armee, die am Vortag noch nicht zu sehen waren. Warum stehen sie hier? Zum Schutz der Bevölkerung? Zu deren Einschüchterung? Zur Kontrolle? Zurück in Bogotá bemühe ich mich um ein Treffen mit dem Oberkommando der Streitkräfte. Die kolumbianische Armee, der auch die Polizei unterstellt ist, ist heute mit 500.000 Soldaten eine der größten in Lateinamerika und verschlingt nahezu 30% des gesamten Staatshaushaltes. Bereits in den 2000er Jahren hatte sie von den USA rund 10 Milliarden US-Dollar Militärhilfe zur Bekämpfung der Guerilla und des Drogenhandels erhalten. Kolumbien ist nicht nur strategischer Partner der USA, seit Anfang Juni 2018 auch offiziell assoziiertes Mitglied der NATO. Wie stehen die Verantwortlichen der Armee zu dem alarmierenden Anstieg der Morde an Menschenrechtsaktivisten? Ja, das stimmt wohl. Die Behauptung, dass in der Nachkriegszeit in einigen Regionen die Todesrate von sozial engagierten Leuten und Menschenrechtsaktivisten angestiegen ist, ist wahr. Und das ist eine Tragödie. Die Streitkräfte haben anerkannt, dass das nicht geht. Und einen spektakulären Plan mit dem Namen Horus 2.0 entworfen. Wir haben auf höchstem technischen Niveau eine Analyse mit Hilfe eines digitalen Erkennungssystems erstellt und kamen zu der Erkenntnis, dass es in Kolumbien 600 bedrohte Dörfer gibt. Wir beschlossen, diese Dörfer einzukreisen und in ihnen Truppen aufzustellen, um präsent zu sein. Die Aufgabe der Truppen ist es, die bedrohten sozialen Führer zu identifizieren und zu beschützen. Wir empfehlen unserer Regierung, unsere Truppen zu nutzen, um der Landbevölkerung bei ihrer Entwicklung zu helfen. Denn über Jahrzehnte waren sie in Gewalt versunken. Eine Gewalt, die von der FARC und dem Drogenhandel verursacht wurde. Die Armee ist allgegenwärtig. Hier laufen junge Rekruten im Trikot der kolumbianischen Fußballnationalmannschaft über den zentralen Platz der Hauptstadt. Sie singen Parolen des Krieges, als wäre dieser nicht vorbei. Egal, wer im Krieg leidet. Ich frage mich, ob diese jungen Soldaten von ihren Vorgesetzten darüber aufgeklärt wurden, wer unter den Gräueltaten des Krieges gelitten hat und welche Mitverantwortung ihre Institution an dem Leiden trägt. Das Redaktionsgebäude von El Tiempo, einem der mächtigsten Medienunternehmen Kolumbiens. Chefredakteurin ist Jeanette Bedoya, eine der bekanntesten Journalistinnen und Kriegsreporterinnen des Landes. Es war ein intensiv geführter Krieg. Ich weiß nicht mehr, bei wie vielen Gefechten ich dabei war. Auch nicht, wie viele Tote ich gesehen habe. Ja, nicht einmal, wie viele Artikel ich über all die Toten geschrieben habe. Seien es Guerillas, Zivilisten oder Soldaten.
Die Taten aller Akteure sind gleich barbarisch. Aber es ist schier unmöglich, die Gräueltaten der Paramilitärs zu bemessen. Sie sind das Schlimmste, was diesem Land passieren konnte. Und dieser Paramilitarismus wurde vom Staat gedeckt und geduldet. Militärs und Polizisten, die schworen, die Verfassung zu verteidigen, waren diejenigen, die uns entführten, ermordeten und verfolgten. Ich wurde am 25. Mai 2000 bei einer Recherchereise entführt, dann gefoltert und vergewaltigt. Von Paramilitärs, die ihren Befehl von staatlichen Sicherheitskräften bekamen. Von Polizisten und Militärs. Das war ein Wendepunkt in meiner Arbeit als Journalistin und in meinem Leben als Frau und hat meine Betrachtung des bewaffneten Konflikts in Kolumbien vollkommen verändert. Ich fand heraus, dass diese Personen, die einst meine Quellen waren, die ehrenhafte Persönlichkeiten zu sein schienen und wichtigen Institutionen vorstanden, diejenigen waren, die hinter meiner Entführung standen. Jeanette Bedoya ist eine von 2 Millionen Frauen, die während des Krieges Opfer sexuellen Missbrauchs wurde. Eine Sonderjustiz für den Frieden soll Fälle wie ihren und alle weiteren Kriegsverbrechen juristisch aufarbeiten und so den Opfern Wahrheit und Wiedergutmachung garantieren. Die Anwältin Soraya Gutierrez vertritt seit vielen Jahren Opfer staatlicher Verfolgung und war bei den Friedensverhandlungen an der Ausarbeitung der Sonderjustiz beratend beteiligt. Worum geht es bei der Sonderjustiz für den Frieden? Die Verantwortlichen für die Kriegsverbrechen sollen die Wahrheit sagen. Warum ist die Wahrheit wichtig? Unabhängig von möglichen Strafen soll die Gesellschaft den Weg zu einem stabilen und dauerhaften Frieden gehen können. Das bedeutet, dass sie die Wahrheit erfahren muss, was genau geschehen ist, wer die Taten begangen hat und warum. Nur so kann garantiert werden, dass dies nie wieder geschieht. Und es darf keine Übergangsjustiz nur für eine Gruppe von Akteuren wie die Guerillas geben, sondern alle, die direkt oder indirekt am Konflikt beteiligt waren, müssen sich verantworten. Also die Streitkräfte, zivile und militärische Staatsfunktionäre, Politiker und Unternehmen. Es wird keinen stabilen und dauerhaften Frieden geben, wenn die Beteiligten nicht Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Wir beteiligen uns an der Sonderjustiz für den Frieden. Unglücklicherweise haben wir Männer in unseren Reihen, die ethische Grundsätze verletzt haben, das Gesetz brachen und wehrlose Mitbürger töteten. Diese Personen bezichtige nicht ich, sondern sie haben es selbst zugegeben und diese Verbrechen gestanden. Es ist wahr, ungefähr 2000 Militärs sind angezeigt und beschuldigt worden. Viele der Militärs, die sich der Sonderjustiz stellen müssen, sind Soldaten unterster Ränge, die lediglich Befehle ausführten. Werden Sie zur Wahrheitsfindung beitragen? Werden Sie den Namen der Verantwortlichen der Kommandostrukturen tatsächlich preisgeben? Das ist unsere große Frage bei der Identifizierung der Hauptverantwortlichen des Staatsterrorismus in Kolumbien. Wir gehen von einer hohen Verantwortung des Staates und der Streitkräfte aus. Man braucht sich nur die offiziellen Zahlen des Nationalen Zentrums für historische Erinnerung anzuschauen. 82% der Verbrechen, die mit schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zusammenhängen, wurden von staatlichen und paramilitärischen Einheiten begangen. Etwa 20% liegen in der Verantwortung der kolumbianischen Guerillas. Paramilitärs verübten über 1100 Massaker. Mehr als 10.000 Oppositionelle und Gewerkschaftsführer wurden außergerichtlich hingerichtet. 60.000 Menschen sind bis heute verschwunden. Angehörige der kolumbianischen Armee töteten nahezu 6.000 unschuldige Jugendliche und präsentierten die Leichen als im Kampf gefallene Guerillakämpfer.
All diese Verbrechen sollen von der Sonderjustiz aufgearbeitet werden. Präsident Duque versucht allerdings, die Sonderjustiz jetzt erheblich abzuschwächen. Wenn man so viele Jahre Gerechtigkeit sucht, setzt man seine Hoffnung auf etwas, was zumindest ein kleines Licht am Horizont aufzeigt. Und ich glaube, dass für uns, die wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, die Sonderjustiz für den Frieden und die Wahrheitskommission eine gute Einrichtung sind, die uns an Veränderung glauben lässt. Ich habe gerade einem der Männer ins Gesicht gesehen, der mich vergewaltigt hat. Es ist der Paramilitär Alejandro Cárdenas Orozco, der heute bei der Anhörung zugegen war. Ich habe ihn eindeutig als meinen Entführer identifiziert. In all diesen Jahren haben wir nur von den ausführenden Tätern gesprochen. Und Sie wissen, dass ich immer auch von den Auftraggebern sprach und die Justiz hier handeln müsse. Und deshalb habe ich heute den Namen des Polizeigenerals AD öffentlich genannt. Es ist José Leonardo Gallego. Ich werde nicht einen Moment innehalten, bis es Gerechtigkeit gibt. Und nicht nur für mich. Das, was heute hier am Gericht geschehen ist, muss ein Präzedenzfall werden. Nämlich, dass niemals mehr eine Frau als Opfer sexueller Gewalt ihren Tätern Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen muss. Wenn sie dir alles weggenommen haben, ist es schwer, den Glauben zu bewahren. Es ist so schwer, weil sie dich bei lebendigem Leibe getötet haben. Glauben ist so schwer, wenn du zurückblickst und merkst, dass du alles verloren hast. Ich sage den Frauen, mit denen ich arbeite, immer, auch wenn sie dir alles genommen haben, was sie einem nie entreißen können, ist die Würde. Auch wenn du unter einer Brücke schlafen musst, die Würde trägst du immer bei dir. Es ist wie eine zweite Haut. Die Würde hilft dir, weiter Glauben zu bewahren. Am Ende meiner Reise finde ich mich erneut auf dem Hauptplatz Bogotas wieder. Zeitgleich im ganzen Land kommen in den Städten Zehntausende zusammen. Aus Protest gegen die Morde an Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für einen echten Frieden einsetzen, zünden sie Lichter an. Wie vor 2 Jahren nach dem verlorenen Referendum, ist es wieder die junge Generation, die sagt, dass sie ein anderes Land will. Auch ich bin mir jetzt im Klaren darüber, dass ein Friedensvertrag erst der Anfang einer neuen Zeit ist. Ein fragiles Dokument, das mit Leben gefüllt sein will. Die Menschen, die ich traf, sind sich einig darüber, dass der Frieden noch lange nicht bei denjenigen angekommen ist, die am meisten unter der Armut und dem Krieg gelitten haben. Und dass es soziale Gerechtigkeit und strukturelle Veränderungen braucht, um dem Teufelskreis der Gewalt in Kolumbien ein Ende zu bereiten. Eine junge Frau, Tochter eines ermordeten Oppositionspolitikers, sagte zu mir: Hier bedeutet Frieden das ewige Schweben über dem Abgrund des Krieges. Trotzdem ist es das Land, das ich liebe, auch wenn es nicht so ist, wie ich es mag. Thank you.